Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Jens Rieber. Guten Abend, wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen. Guten Abend, Dr. Gundel ist auch wieder da und weiß, wie das erste WM-Spiel lief. Ja, das war nicht gerade ein glanzvoller Auftritt. Der Gastgeber, später mehr dazu. Aber umso schillernder war, wie dieses Turnier begann. Mit Feuerwerk, Lasershow und großen Worten. Vielfalt, Inklusion, Weltoffenheit. Der gute Geist von Katar schwebte über einer Stadionparty, die die umstrittene Weltmeisterschaft heute in Doha eröffnete. Stefan Schiffner. Schwer was los auf der Fanmeile in Doha. Auch hier, 45 Kilometer entfernt vom Stadion des Eröffnungsspiels, fiebern Tausende dem WM-Auftakt entgegen. Insgesamt 32 Nationen treffen beim umstrittenen Turnier in Katar aufeinander. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass jetzt tatsächlich die WM hier ist. 12 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet, der Traum wird wahr. Die Eröffnungsfeier im mit 60.000 Fans ausverkauften Al-Bayt-Stadion. Sie dauert eine halbe Stunde. Es ist die längste der WM-Geschichte. Den Gastgebern gelingt es, Hollywood-Star Morgan Freeman für die Veranstaltung zu gewinnen. Freeman trifft Hanim Al-Muftar, einen Paralympics-Sportler aus Katar. Beide sprechen über Inklusion, Diversität und Toleranz. Zumindest bei der Eröffnungszeremonie gibt sich WM-Gastgeber Katar weltoffen. Und dann wird es Zeit für den Fußball. And now let's welcome the teams and let the show begin. 4 Wochen lang geht es um die begehrte WM-Trophäe. Das Turnier beginnt mit einer Enttäuschung für die katarischen Fans, denn die Gastgeber verlieren das Auftaktspiel gegen Ecuador. Tja, also eine Niederlage gleich zu Beginn der WM. Ramin Sina ist für uns in Doha. Ramin, wie enttäuscht waren denn die Fans? Wie haben sie das heute erlebt? Ja, bis in den Nachmittag hinein habe ich eine große Vorfreude bei Katarinnen und Katarern auf diese WM erlebt. Am Stadion Zehntausende. Ich habe noch nie so viele Katarinnen und Katarer auf einen Fleck gesehen. Und ich hatte auch das Gefühl, die, die kein Ticket ergattert haben, egal wie fußballaffin sie jetzt sind, sie schauen heute Fußball, sie schauen dieses Eröffnungsspiel. Nicht draußen in der Öffentlichkeit, aber zu Hause mit der Familie, mit Verwandten. Gut, und dann erste halbe Stunde sportlich lief es natürlich überhaupt nicht aus katarischer Sicht. 0-2. Und dann sind im Stadion schon die ersten Katarinnen und Katarer an mir vorbeigelaufen, desinteressiert. Und ja, die Vorfreude war verflogen. Wir haben es gerade noch mal gesehen. Katar selbst hat sich heute sehr weltoffen präsentiert. Der Emir sprach von Vielfalt, von Respekt und von Inklusion. Wie haben Sie diese Botschaft heute gehört? Ja, Katar gibt sich gerne als ein Land, das Menschen zusammenbringt, das auch Länder zusammenbringt. Es sieht sich selber in der Weltpolitik als Vermittler, als Mediator. So haben sie auch schon in der Vergangenheit öfter gewirkt. Sie haben gute Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Akteuren und Ländern auf der Welt. Sie sind die Verbündeten der USA. Sie haben aber auch gute Verbindungen zum Iran. Sie haben gute Beziehungen zu westlichen Staaten, aber auch zu islamistischen Gruppierungen. Und das wollte in dieser Eröffnungsfeier der Emir auch nochmal, glaube ich, durch die Blume klar machen, dass man mit ganz vielen kann. Es war generell eine Eröffnungsfeier, die politisch durchaus bemerkenswert war, wer auch einfach da war. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman saß nur 2 Plätze weiter vom katarischen Emir. Und Mohammed bin Salman war ein scharfer Gegner Katars über viele Jahre gewesen. Erst letztes Jahr die Versöhnung zwischen den 2 Staaten. Und dieser Moment heute, der Beginn der ersten Fußball-Weltmeisterschaft in der arabischen Welt, das war auch nochmal so ein Zeichen der Verbrüderung. Mohammed bin Salman kam und dieses Bild ist dann raus in die Welt ging, der katarische Emir und der saudische Kronprinz, da hat man schon gesehen, nicht nur sportlich, auch politisch, auch wirtschaftlich, es liegt ganz viel Macht hier am Golf. Danke für die Einschätzung, Ramin Sina nach Doha. Es ist ja nicht so, als ob man nicht schon längst zuschauen könnte, was der Klimawandel alles anrichtet. Weite Teile Pakistans standen in diesem Sommer nach ungewöhnlich starkem Monsun unter Wasser. In vielen Ländern Afrikas fehlt der dringend benötigte Regen schon seit Jahren. Stattdessen gibt es immer mehr Hitzewellen und Dürren.
Und vielen Inseln und Küstenregionen, wie hier in Bangladesch, droht gar der Untergang. Die Menschen dort wollen, dass ihnen die Industrieländer, die hauptsächlich für die Erderwärmung verantwortlich sind, endlich stärker helfen, mit den Folgen zurechtzukommen. Eine 30 Jahre alte Forderung. Nun soll es einen solchen Fonds für Schäden und Verluste geben. Es ist das einzige greifbare Ergebnis des Weltklimagipfels, aber auch das bleibt nur ein Versprechen. Oliver Salé. Der Weg zu weit, die Uhrzeit zu spät. Am Ende blieben für viele Delegierte nur noch die Sofas im Foyer. Drinnen im Kongresszentrum gingen die Verhandlungen weiter bis in den Morgen. Dann der Kompromiss. Überwiegend Enttäuschung unter den Delegierten, auch bei Außenministerin Baerbock. Dass aufgrund der Blockade von einigen großen Emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Die Welt verliert dadurch kostbare Zeit Richtung 1,5-Grad-Fahrt. Kaum Fortschritte bei der Reduktion von Treibhausgasen. Das 1,5-Grad-Ziel bleibt in weiter Ferne. Immerhin ein Fonds soll besonders die von den Folgen des Klimawandels betroffenen Entwicklungsländer unterstützen. Im Bericht aus Berlin lobt Entwicklungsministerin Schulze die Pläne trotz der aus ihrer Sicht durchwachsenen Ergebnisse. Für die Entwicklungsländer ist es gelungen, überhaupt das Thema Schäden und Verluste das erste Mal auf eine Tagesordnung einer Klimakonferenz zu bekommen und dann noch auch ein Ergebnis zu bekommen, nämlich dass ein Fonds eingerichtet werden soll. Das ist für Schwellen- und Entwicklungsländer ein enormer Fortschritt. Allerdings wollen China und weitere Schwellenländer sich nicht beteiligen. Die Union zeigt sich enttäuscht. Schade finde ich halt, dass am Ende die großen Entscheidungen nicht getroffen werden und dass das fossile Zeitalter halt so, wie es jetzt dasteht, noch sehr, sehr lang weitergehen wird. Und es ist kein gutes Zeichen. Die Linkspartei wirft der Bundesregierung Heuchelei vor. Deutschland muss sich endlich ehrlich machen. Wir haben hohe Ansprüche verbal. Real kaufen wir Öl und Gas überall, wo es möglich ist. Klimaforscher warnen, die Weltgemeinschaft habe erneut eine Chance verstreichen lassen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und ich bin natürlich auch als Mensch sehr enttäuscht, als Vater, Großvater sehr enttäuscht, weil ich sehe, dass eben die Zukunft der nächsten Generationen auf dem Spiel steht. Ernüchtert reisen viele der Delegierten am Morgen aus Sharm el-Sheikh ab. Für sie bleibt die Hoffnung auf die Klimakonferenz im nächsten Jahr in Dubai. Der ARD-Umweltexperte Werner Eckert hat die gesamte Klimakonferenz in Ägypten für uns beobachtet. Zu den Ergebnissen hat er folgende Meinung. Man muss genügsam sein wie ein Kamel, wenn man das, was da beschlossen worden ist, gut finden will. Das ist wenig und auch deutlich weniger, als möglich gewesen wäre. Ägypten als Gastgeber hat die Konferenz geleitet und dem Einfluss von China und Saudi-Arabien so stark nachgegeben wie selten ein Land davor. Beim Klimaschutz gibt es nichts Neues, obwohl die Welt genau das gebraucht hätte. Niemand wird verpflichtet, jetzt mal schnell auf die Bremse zu treten, obwohl wir gerade mit Bleifuß in Richtung Klimahölle unterwegs sind, wie das UN-Generalsekretär Guterres zu Beginn dieser Konferenz gesagt hatte. Ja, stimmt, für die Entwicklungsländer wird ein Traum wahr. Eine eigene Kasse für den Ausgleich von Schäden und Verlusten. Klimagerechtigkeit. Aber auch das ist wahr. Niemand wird die Schäden jemals ausgleichen können, wenn wir nicht vor allem mehr Klimaschutz organisieren. Das wird sonst unbezahlbar. Und die EU hat mit ihrer Zustimmung zu dieser Kasse am Ende auch ihr politisches Pulver verschossen. Wir machen da nur mit, wenn auch die Chinesen in diesen Topf einzahlen müssen und wenn gleichzeitig der Klimaschutz deutlich vorangebracht wird. Jetzt hat Europa eben doch zugestimmt ohne richtige Gegenleistung. Ich habe viele dieser Gipfel erlebt und weiß, ohne Frust geht das am Ende sowieso nicht. Da gibt es eben keinen Mehrheitsbeschluss, der verbindlich für alle ist. Das ist keine Weltregierung, alles souveräne Länder. Aber dieses Mal ist die Klimakonferenz sogar noch unter ihren Möglichkeiten geblieben. Die Meinung von Werner Eckert und jetzt zur weiteren Nachricht mit dir, Jens. Wir beginnen mit der Lage am Atomkraftwerk Saporischschja. Die Anlage im Süden der Ukraine ist erneut unter Beschuss geraten. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde berichteten von Dutzenden Einschlägen auf dem Gelände und in der unmittelbaren Umgebung. Das größte europäische Atomkraftwerk wird seit Beginn des Angriffskriegs von der russischen Armee kontrolliert.
Moskau machte die Ukraine für den Beschuss verantwortlich. IAEA-Chef Grossi forderte dringend eine Sicherheitszone um das Werk. Beide Seiten müssten ihre Angriffe sofort beenden. Die Türkei hat in der vergangenen Nacht massive Luftangriffe auf kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Irak geflogen. Syrische Menschenrechtler sprachen von mehr als 30 Toten und zahlreichen Verletzten. Die türkische Regierung begründete den Einsatz mit dem jüngsten Anschlag in Istanbul, bei dem vor einer Woche 6 Menschen getötet worden waren. Ankara beschuldigt die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. In der US-Stadt Colorado Springs sind in einem Nachtclub mindestens 5 Menschen erschossen und 18 verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 22-jährige Tatverdächtige gegen Mitternacht das Feuer eröffnet. Gäste konnten ihn überwältigen, er wurde anschließend festgenommen. Der Club ist bei der queeren Community beliebt. Am Wochenende war eine Feier gegen Transfeindlichkeit geplant. Ob die Tat damit im Zusammenhang steht, ist noch unklar. Wir blicken nach Kasachstan, wo Präsident Tokayev Anfang des Jahres noch den Ausnahmezustand ausrufen ließ. Denn damals hatte der Unmut über gestiegene Treibstoffpreise vor allem in den großen Städten zu heftigen Protesten gegen das autoritäre Regime geführt. Und zwar so heftig, dass Kasachstan den damals noch übermächtig scheinenden Nachbarn Russland zur Hilfe gerufen hat, um die Proteste im Land gewalttätig niederzuschlagen. Und um keinen Zweifel zu lassen, wer hier im Präsidentenpalast die Macht hat, setzte Tokayev für heute vorgezogene Wahlen an. Das Ergebnis? Wenig überraschend. Olaf Bock. Kasym Jomart Tokayev lässt sich feiern. Diese Wahl hat er wohl gewonnen. Die Bürger folgen offensichtlich seinem politischen Kurs in Richtung Zukunft. Er ist der beste Kandidat, an den wir glauben und davon ausgehen, dass er Kasachstan besser machen wird. Das war aber keine demokratische Wahl, beklagt der nicht zugelassene Präsidentschaftskandidat Nurjan Altayev. Er hat mit gegen alle abgestimmt, um zu protestieren. Eine Wahl ohne Wahlmöglichkeiten sei das. Die Machthaber ließen praktisch niemanden zu, der unabhängig ist. Kein einziger unabhängiger Kandidat der Opposition. Sie haben das ganze politische Feld gesäubert. Jetzt steht Präsident Tokayev vor der Aufgabe, seine Versprechen einzulösen. Dazu gehört die Stärkung des Parlaments und die Ankündigung, das Volk mehr an der Politik und am Wohlstand teilhaben zu lassen. In der Außen- und Wirtschaftspolitik setzt Kasachstan auf moderate Politik in alle Richtungen. Also Russland, China und den Westen. Eher sanfte Kritik an Russland wegen des Krieges in der Ukraine. Ich denke, dass er versucht, sich als potenzieller Vermittler zwischen Putin und dem Westen zu positionieren, wie es der türkische Präsident Erdogan jetzt versucht. Daher scheint es mir, dass er nach den Wahlen diese Politik fortsetzen wird. Wichtig ist auch der wachsende Handel mit dem Westen. Kasachstan hat extrem viele Rohstoffe. Ein neues Projekt für grünen Wasserstoff soll bald Energie in Richtung Europa liefern. Durch den Ukraine-Krieg gingen viele Unternehmen raus aus Russland. Wir gehen davon aus, dass seit Ausbruch des Krieges die Zahl der deutschen Firmen im Lande ungefähr um 40 bis 50 Firmen gewachsen ist. Kasachstan im Zukunftsmodus. Die Eröffnungsfeier zur Fußball-WM in Katar haben wir gesehen. Jetzt wird sportlich mit Oka. Ja, nach der Eröffnungsfeier kam das Eröffnungsspiel. 12 Jahre nach der Vergabe und endlosen Diskussionen rollte endlich der Ball. Ja, und wie soll ich sagen, es war ernüchternd und hatte doch so ein bisschen was von Sommerfußball. Ein lauer Kick und ein historischer. Noch nie hatte ein Gastgeberland ein WM-Eröffnungsspiel verloren, bis heute. Denn Katar unterlag Ecuador mit 0:2 in einem ziemlich blutleeren Spiel. Und der Spielverderber aus Sicht der Katarer, der stand schnell fest. Er ist der Mann des Eröffnungsspiels. Enner Valencia macht mit 2 Treffern Ecuador euphorisch. Wir wussten, wie wichtig es ist, mit einem Sieg zu starten. Nach gerade mal 3 Minuten Valencias erster Glücksmoment. Sein früher Treffer wird aber nach Videoüberprüfung zurückgenommen, aufgrund einer knappen Abseitsposition in der Entstehung. Valencia bleibt im Fokus, kurz darauf das Foul von Katars Keeper Al-Sheb. Den fälligen Elfer verwandelt er souverän zum nun wirklich ersten Tor dieser WM.
Es ist ein ungleiches Duell, das 2:0 in der 31. Minute wieder durch den Kapitän. Die Katarer sind bei ihrem WM-Debüt überfordert. Al-Mu'ezz Ali mit der besten Chance kurz vor der Pause. Nach der Pause die Partie wenig unterhaltsam, die Ränge mächtig ausgedünnt. Am Ende ist es eine historische Niederlage für Katar. Noch nie hat ein Gastgeber sein Auftaktspiel verloren. Wir müssen das Ganze analysieren, uns wieder fokussieren und das heutige Spiel ganz schnell vergessen. Valencia wird in der 77. Minute angeschlagen ausgewechselt, nachdem er zuvor das Eröffnungsspiel entschieden hat. Und auch nach dem Eröffnungsspiel reißt die Kritik an dieser WM nicht ab. Wer bisher einigermaßen gut weggekommen ist, das ist das WM-Maskottchen. Wir haben es am Anfang der Sendung schon gesehen. Es heißt Laib, sieht aus wie ein geschlechtsloser Geist und hat in seiner Anmutung durchaus Potenzial zum Sympathieträger. Um einen, wenn auch ganz anderen Geist geht es auch bei der deutschen Mannschaft. Der Geist in Form von Team Spirit. Er soll beschworen werden in der sandigen Abgeschiedenheit des Mannschaftshotels. Mittwoch um 14 Uhr steigt Deutschland ins WM-Turnier ein. Heute gab es in der Trainingsfestung für die deutschen Spieler eine ganz besondere Begegnung. Hello, nice to meet you. Serge Gnabry und Kollegen begrüßen junge Fußballerinnen. Eine kleine Trainingseinheit mit 20 Mädchen aus Katar sowie Töchtern von Einwanderern. Es geht um die Förderung und Stärkung des Frauen- und Mädchenfußballs im Land des WM-Gastgebers. Klar, es ist immer schön, wenn man ein bisschen den Leuten was zurückgeben kann. Sagt Serge Gnabry, gibt den Ball in das Spiel, das für Mädchen und Frauen in Katar unorganisiert und nur bedingt strukturiert ist. In der FIFA-Weltrangliste sind die Frauen aus dem Wüstenemirat gar nicht vertreten. Seit 2014 hat es kein Länderspiel mehr gegeben. Und so soll dieses Projekt, diese Trainingsspielerei also, einen Anstoß geben, um den Frauen mehr Teilhabe im Fußball zu ermöglichen. Ich glaube, für uns ist es auch immer sehr schön, mit den Leuten in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Die Freude, die uns alle irgendwie lenkt, durch den Fußball mit anderen Leuten zu teilen. Und besagte Freude ist beim heutigen Training häufig zu besichtigen. Mit einer auffälligen Lockerheit geht es in die Vorbereitung auf das erste WM-Spiel am Mittwoch gegen Japan. Um den Team Spirit muss man sich offensichtlich keine Sorgen machen. Es sei denn, ein grober 100-Kilo-Klotz wie Niklas Süle steigt einem auf den Fuß. Kurzfristig etwas angesäuert, Leon Goretzka. Ja, fast so, als würde einem ein Formel-1-Bolide über den Fuß fahren. Und genau das kann Sebastian Vettel jetzt nicht mehr passieren. Quasi nebenan in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stieg heute die Schlussfeier von Sebastian Vettel. Der Abschied vom Asphalt sozusagen. In seinem letzten Formel-1-Rennen fuhr der viermalige Weltmeister nochmal in die Punkte und wurde Zehnter. Der Sieg ging an Max Verstappen. Mit 35 Jahren geht Vettel in Rennfahrerrente nach einer aufregenden Karriere auf der Überholspur, die kurz nach dem Bobbycar begann. Mit 3 Jahren beginnt er im Go-Kart. Geschick und Gabe bringen ihn schnell nach vorne. Er meistert die Nachwuchskategorien. Immer vor Augen sein Idol Michael Schumacher, immer im Blick die Elite-Serie des Motorsports. Ich hatte als kleines Kind schon den Traum, in der Formel 1 zu fahren. Ehrlich gesagt habe ich aber nie damit gerechnet, dass ich das mal erreichen werde. 2007 sein erster Einsatz, 2008 der erste Sieg. 53 stehen bei 298 Grand Prix-Starts für ihn zu Buche. Zudem 57 Pole-Position und eben 4 Formel-1-Weltmeistertitel. Nur 3 Fahrer sind bisher in der Geschichte dieses Sports besser. Der Höhepunkt seiner Laufbahn sollte ein weiterer WM-Titel mit Ferrari werden. 6 Jahre lang versucht er das mit dem italienischen Rennstall ohne Erfolg. Die Karriere bleibt damit unvollendet. Danach reizt ihn die Aufbauarbeit mit einem neuen Team. Große Erfolge bleiben aber aus. In dieser Phase wird Vettel viel mehr bekannt für seinen Einsatz gegen Rassismus, für Menschenrechte, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zudem reift er zu einem großen Kritiker der Formel 1. Zu wenig zukunftsorientiert sei die in Zukunft auch ohne ihn. Ich bin Familienvater, ich habe 3 Kinder. Also es ist nicht mehr nur, wie will ich das sagen, nicht mehr nur mein Leben, sondern ich habe ja auch die Verantwortung für uns oder für meine Familie und ja auch für andere Themen. Die Formel 1 verliert einen großen Rennfahrer und eine starke Persönlichkeit, Sebastian Vettel. Und wir haben noch den Blick aufs Wetter mit Carsten und zum Teil schon winterlichen Aussichten, stimmt das?
Genau, und vor allem mit der Unterzeichnung zum Teil winterlich, denn es ist nicht überall winterlich und so sieht die Aufteilung aus. Vor allem im Norden und im Nordosten, das ist die Temperaturverteilung für morgen früh, 6 Uhr, sieht es frostig aus. Im Süden, in der Südhälfte, muss man sagen, bleibt es hingegen frostfrei. Aber wenn es nur um die Temperatur ginge, wäre es noch nicht richtig winterlich. Es kommt auch noch Schnee dazu. Es wird heute Nacht schneien, und zwar vor allem entlang dieser Luftmassengrenze. Und das, was wir hier so grau-weiß eingezeichnet haben, das ist die Ausbreitung der Schneedecke morgen früh. Und das bedeutet eben gerade zum Berufsverkehr morgen früh werden wir es hier von Nordrhein-Westfalen über den Norden Hessens nach Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen herein zum Teil wirklich mit schneeglatten Straßen zu tun haben. Denn diese ganzen Wolken, die den Schnee und den Regen bringen, die ziehen jetzt aktuell hier schon in den Westen rein. Im Südwesten zum Teil auch kurze Gewitter dabei. Aber besonders in den nördlichen Mittelgebirgen wird es bis morgen Vormittag schneien. Dann ziehen diese Wolken ab. Tagsüber dann überall größere Aufhellungen. Auch Sonnenschein dabei. An der Ostseeküste gibt es noch ein paar kurze Schneeschauer. Und dann kommen erneut aus Südwesten milde Luftmassen in den Westen hinein. Bringen dann morgen zum Abend erneut etwas Regen. Die Temperaturen am Ende der Nacht noch mal das gleiche Bild, was wir eingangs gesehen haben. Im Norden 0 bis minus 5 Grad, in der Südwesthälfte 3 bis 7 Grad plus. Und tagsüber bleibt es am kältesten in der Uckermark mit Höchsttemperaturen um 0 Grad. Insgesamt in der Osthälfte ist es kälter, im Südwesten gibt es bis zu 11 Grad. Und auch in den nächsten Tagen geht es mit einer ähnlichen Aufteilung weiter, wobei es insgesamt überall wieder wärmer wird. Schönen Dank, lieber Carsten. Soweit die Tagesthemen an diesem Sonntag. Bei Titel Thesen Temperamente hören wir gleich die Sängerin Liras, die für viele Frauen im Iran den Soundtrack der Proteste liefert. Aktuelle Nachrichten gibt's in der nächsten Tagesschau gegen 1.50 Uhr. Und morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Guten Start in die Woche. Tschüss. Und euch auch. Gute Nacht. Ja. Euch. Danke.